Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Wir befinden uns der Vorlesungsreihe Steuerrecht. Dort in Video 12 nähern uns also langsam dem Ende. Wir werden uns jetzt weiter mit der Einkommensteuer beschäftigen, hier genau bei dem Thema Verlustabzug und Sonderausgaben. Wie ihr auf meiner Titelfolie hier schon seht, befinden wir uns jetzt zwischen dem Gesamtbetrag der Einkünfte und dem Einkommen. Und um dahin zu kommen, müssen wir uns mit dem Verlustabzug und den Sonderausgaben beschäftigen. Machen wir jetzt hier. Dann kommen noch die außergewöhnlichen Belastungen. Das ist dann zwei Videos weiter, weil Sonderausgaben komme ich heute nicht ganz durch. Okay, schauen wir uns mal an, wie es hier weitergeht. Ja, wie schon angesprochen, kümmern wir uns um den Verlustabzug und dann um die Sonderausgaben. Hier aber nur um die sogenannten Versorgungsleistungen, die Altersvorsorge und die übrigen Versorgungsleistungen. Das sind die, die auch am umfangreichsten sind. Daher habe ich die ganzen anderen Sonderausgaben in einem separaten Video ausgegliedert, das auf diesen folgen wird. Okay, der Verlustabzug. Was ist das? Finden tun wir in Paragraph 10d des StGs. Und es bedeutet ganz einfach so viel, dass ein Verlust aus dem aktuellen Jahr in das Vorjahr getragen wird. Das ist dann der Verlustrücktrag. Oder ein Verlust aus dem Vorjahr in das aktuelle Jahr, das dann natürlich ein Verlustvortrag überführt wird. Effekt von beiden ist, dass das Einkommen des jeweiligen Veranlagungszeitraums verringert wird und damit natürlich die Steuerbelastung geringer ausfällt, weil die Basis dafür gesunken ist. Befassen wir uns erstmal mit dem Verlustrücktrag. Zu finden Paragraph 10d Absatz 1, eigentlich komplett Absatz 1, nur Satz 1 erst einmal regelt, was das überhaupt ist. Und besagt, wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte im aktuellen Jahr negativ ist, also man einen Verlust erwirtschaftet hat, wird dieser Verlust bis zu einer Höhe von maximal 1 Million Euro in das vorige Jahr zurückgetragen. Bei Eheleuten, die zusammen veranlagt werden, verdoppelt sich der Betrag, wie so häufig. Wichtig ist allerdings Folgendes. Erst einmal der Paragraph 20 Absatz 6 StGB. Wir befinden uns also in Einkünften aus Kapitalvermögen. Bei denen ist ein Verlustrücktrag nicht möglich. Ebenfalls nicht möglich ist Paragraph 23 Absatz 3 Satz 8 StGB der Verlust aus privaten Veräußerungsgeschäften. Der kann zwar zurückgetragen werden, auch nur innerhalb dieser Einkunftsart. Man darf keine Verrechnung mit anderen Einkunftsarten machen. Wenn wir jetzt also einen Verlust haben durch private Veräußerungsgeschäfte, den wir zum Beispiel ins vorige Jahr zurücktragen wollen, weil wir dort einen Gewinn hatten, können wir den Gewinn nur mindern, wenn wir dort Erträge, also Gewinne aus der privaten Veräußerung haben. Sonst klappt das nicht. Mit anderen Worten ausgedrückt, der sogenannte vertikale Verlustausgleich, das heißt zwischen den einzelnen Einkunftsarten, ist nicht möglich. Wichtig auch noch Paragraph 10d Absatz 1 Satz 5 StGB. Verlustabzug als Verlustrücktrag ist optional. Man kann ihn sein lassen. Man kann ihn auch nur teilweise in Anspruch nehmen, muss dafür einen Antrag stellen. Grundsätzlich, wenn man keinen Antrag stellt, wird halt wirklich alles zurückgetragen. Damit kommen wir zum Absatz 2 Satz 1 und 2 StGB. Der Verlustvortrag, also vom vorigen Jahr in das aktuelle Jahr oder meinetwegen auch vom aktuellen Jahr in das nächste Jahr. Das klappt, wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte im vorigen Jahr negativ war, klar. Dann wird der Verlust, der nicht bereits zurückgetragen wurde, bis zu einer Höhe von maximal 1 Million Euro in das aktuelle Jahr vorgetragen. Bei Eheleuten, die zusammen veranlagen werden, verdoppelt sich der Betrag. Wichtig hierbei ist allerdings Folgendes. Übersteigt der Verlustvertrag 1 Million Euro bzw. 2 Millionen Euro bei Eheleuten, der mögliche Verlustvertrag, werden von dem überschüssigen Betrag 60% als Verlust vorgetragen, die restlichen 40% werden als verbleibender Verlust in das nächste Jahr überführt. Man sagt, das ist ein sogenannter Verlustabzugspotenzial. Ja, wie sieht das aus? Wenn wir einen Verlust kleiner 1 Million Euro haben, ist die Berechnung ziemlich einfach. Da ist der Verlustvortrag einfach Verlust aus Vorjahr minus Verlustrücktrag aus Vorjahr. Natürlich nur für die Sachen, für die das möglich war. Ist der Verlust größer 1 Million Euro, müssen wir diese 60%, die über 1 Million übersteigen, bedenken.
Natürlich, diese 1 Million ist jetzt bei einer 1-Veranlagung. Wenn man zusammen Veranlagung hat, ist das jetzt, gilt das jetzt für 2 Millionen. Hier rechnen wir die 1 Million Euro, die wir sowieso vortragen können, plus 60%, also 0,6 mal Verlust aus dem Vorjahr minus Verlustrücktrag aus dem Vorjahr minus 1 Million Euro. Auch hier gibt es wieder Sonderregeln. Wie wir sehen, wieder der Paragraph 20 Absatz 6 StG, die Einkünfte aus Kapitalvermögen. Die Verluste daraus werden nur innerhalb ihrer Einkunftsart vorgetragen. Und selbst innerhalb der Einkunftsart gibt es noch eine Einschränkung, und zwar die Verluste aus Aktienverkauf oder Aktiengeschäften allgemein dürfen auch nur mit Gewinn aus Aktienverkauf verrechnet werden. Das heißt, wenn wir jetzt einen Verlust aus Kapitalvermögen haben, den wollen wir das nächste Jahr vortragen, ist das prinzipiell natürlich möglich. Aber wir dürfen ihn nicht vertikal mit anderen Einkunftsarten verrechnen. Und wenn wir einen, sagen wir, im aktuellen Jahr einen Verlust aus Aktien haben von 5.000, haben nächstes Jahr einen Gewinn aus Kapitalvermögen, sind aber nur Zinsen, dann dürfen wir es nicht verrechnen, weil wirklich Aktienverkauf nur mit Aktien, Kapital nur mit Kapital innerhalb dieser Einschränkung. Ja, auch Paragraph 23 Absatz 3 Satz 8 StG, also die Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften, werden auch nur innerhalb ihrer Einkunftsart vorgetragen. Da es alles recht verwirrend ist, gebe ich auch zu, machen wir eine kleine Ad-hoc-Übung. Aufgabe, die ich hier gestellt habe, sieht wie folgt aus: Berechne in unten stehendem Sachverhalt die Höhe des Verlustrücktrags nach 2015 und Verlustvortrags nach 2017 sowie des Gesamtbetrags der Einkünfte abzüglich Verlustvortrag von 2015 unter Angabe der gesetzlichen Grundlagen. Es wurde kein Antrag nach § 10d Absatz 1 Satz 5 gestellt. Also mit anderen Worten, wir müssen den Verlustrücktrag vollständig durchführen, ehe wir den Verlustvortrag machen können. Ja, hier haben wir die Daten. Der ledige Steuerpflichtige betrug, hat in 2016 folgende Einkünfte erzielt: Er hat einen Gewinn aus Gewerbebetrieb in Höhe von 25.000, 10.000 Verlust aus Vermietung und Verpachtung, 5.000 Euro Spekulationsverlust, also aus Aktienhandel, einen Gewinn von 5.000 aus privaten Veräußerungsgeschäften und 10.000 aus Renten. Sonstige Einkünfte sind das dann. In 2015 hat er folgende Einkünfte: 15.000 aus Gewerbebetrieb hat er eingenommen gehabt. Aus V&V hat er einen Überschuss von 5.000. Man muss ja auch dann denken, bei den Überschusseinkunftsarten, da erwirtschaften wir einen Überschuss, bei den Gewinneinkunftsarten Gewinn. Deswegen, als ich das gerade vorhin Gewinn gesagt habe, bei denjenigen ist natürlich nicht ganz korrekt. Aber im normalen Sprachgebrauch sagt man das ja leider immer noch so. Aus privaten Veräußerungsgeschäften hat er einen Verlust von 3.000 Euro und aus dem Aktienhandel hat er einen Spekulationsgewinn von 3.000 Euro erwirtschaftet. Okay, kommen wir zur ersten meiner drei Lösungsfolien, die ich dafür benötige. Erstmal hier die ganzen Sachen kurz tabellarisch dargestellt. Grün sehen wir den Einblock, den wir miteinander verrechnen können, vertikal. Gelb sind die Aktien. Ihr wisst, da gibt es ja diese Einschränkung, dass man nur nach vorne vortragen darf und dann auch nur innerhalb der Aktien. Und private Veräußerungsgeschäfte ist ja auch nur innerhalb der privaten Veräußerungsgeschäfte, allerdings hier ist rückwärts und vorwärts möglich. Wichtig vielleicht noch zu erwähnen: Für diese Sachen, wo es diese Sonderregeln gibt, also Aktien, Einkünfte aus Kapitalvermögen und private Veräußerungsgeschäfte, die zählen nicht in diese 1 Million mit rein. Die sind separat. Okay, wie sieht's aus mit dem Verlustrücktrag von 16 zu 15? Schauen wir mal. Kümmern wir uns erstmal um die grünen Sachen. Hier greift natürlich § 10d Absatz 1 Satz 1 StG. Der Verlustrücktrag entspricht dem Verlust aus dem Gesamtbetrag der Einkünfte, außer die, wo es ein Abzugsverbot gibt, also Kapitalvermögen inklusive Aktienhandel und privaten Veräußerungsgeschäften. Das ist halt 0 Euro, da das GDE positiv ist und kein Verlust vorhanden ist. Bei den Aktien greift § 20 Absatz 6 StG. Verlustrücktrag von Verlust aus Aktienhandel wäre zwar denkbar, weil halt 2016 Verlust entstanden ist, ist aber nicht möglich. Rücktragungsverbot. Okay, die private Veräußerung. Hier greift § 23 Absatz 3 Satz 8 StG. Theoretisch natürlich wäre es möglich, wenn wir einen Verlust hätten, gibt aber keinen Verlust und damit können wir natürlich auch nichts zurücktragen.
Das heißt, wir haben keinen Verlustrücktrag, mal ganz einfach ausgedrückt. Okay, wie sieht's aus mit dem Verlustvortrag von 15 nach 16? Der wird ja erst nach dem GDE berücksichtigt. Da greift § 10d Absatz 2 Satz 1. Verlustvortrag entspricht dem Verlust aus dem Gesamtbetrag der Einkünfte, außer Kapitalvermögen inklusive Aktienhandeln, privaten Veräußerungsgeschäften und den zurückgetragenen Verlust. Das sind halt hier 0 Euro, weil einfach der Gesamtbetrag der Einkünfte größer 0 ist und kein Verlust damit vorhanden ist. Für die Aktien sind wir bei § 20 Absatz 6 StG. Ein Verlustvortrag vom Verlust aus Aktienhandel ist nicht möglich. Warum? Na, weil wir keinen haben. Ja, für die privaten Veräußerungsgeschäfte sind wir wieder im § 23 Absatz 3 Satz 8 StG. Ein Verlustvortrag von 3.000 Euro aus 2015 innerhalb der privaten Veräußerungsgeschäfte nach 2010 ist möglich und werden wir jetzt auch machen. Das sieht dann halt also so aus. Das Grüne bleibt gleich, das Gelbe natürlich auch. Bei der privaten Veräußerung haben wir jetzt die Differenz zwischen plus 5.000 und minus 3.000, macht 2.000. Insgesamt haben wir also einen Verlustvortrag von 15 nach 16 in Höhe von 3.000 Euro. Ja, jetzt kümmern wir uns um den Verlustvortrag von 16 zu 17. Kümmern wir uns natürlich erstmal um unsere grünen Sachen. § 10d Absatz 2 ist ja der allgemeine Verlustvortrag, Satz 1. Der Verlustvortrag entspricht dem Verlust aus dem Gesamtbetrag der Einkünfte, außer Kapitalvermögen, inklusive Aktienhandel, Privatveräußerungsgeschäfte, zurückgetragener Verlust. Es sind halt 0 Euro, da der Gesamtbetrag der Einkünfte größer 0 ist und damit gar kein Verlust vorhanden war in 16. § 20 Absatz 6 StG spricht für unsere Aktien. Da haben wir einen Verlustvortrag von 5.000 Euro. Verlust aus Aktienhandel darf nicht mit anderen Einkünften verrechnet werden und wird innerhalb des Aktienhandels im nächsten Jahr vorgetragen. § 23 Absatz 3 Satz 8 StG. Wir haben keinen Verlust aus privaten Veräußerungsgeschäften. Das heißt, wir haben einen Verlustvortrag in Höhe von 5.000 Euro. Das GDE nach Verlustabzug ist halt GDE minus Verlustabzug, sind 25.000 Euro minus 3.000 Euro. Warum? Ja, selbst wenn die 5, wir beurteilen jetzt erstmal 16, wenn wir aber 17 beurteilen würden, dann hätten wir trotzdem keine minus 5.000, weil wir keine negativen Einkünfte da in dem Fall haben könnten. Okay, dann sind das 22.000 Euro. Jetzt hatte ich es euch schön vorgestellt, jetzt seid ihr dran, allerdings mit ein bisschen einfachem Niveau, muss ich sagen. Die Aufgabe ist, berechnen in folgenden Fällen die Höhe des Verlustvortrags und Verlustrücktrags unter Angabe der gesetzlichen Grundlagen für die ledigen Steuerpflichtigen. Anträge nach § 10d Absatz 1 Satz 5 StG wurden nicht gestellt. Errechne auch den GDE und den GDE nach Verlustabzug. Gehe dabei davon aus, dass im Vorjahr sämtliche Einkünfte positiv waren. Ja, ich wünsche viel Erfolg und pausiert am besten das Video, löst das und wir vergleichen mal, was wir raus haben. Erstens, MARC hat im Wirtschaftsjahr 2016 einen Verlust aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 50.000 Euro. Hinzu kommen Einkünfte aus Aktienverkauf in Höhe von 10.000 Euro. Also wir haben V&V minus 50.000, Kapitalvermögen in Form von Aktien, Spekulationsgewinn plus 10.000, ergibt im Jahr 16 einen Gesamtbetrag der Einkünfte 40.000 Euro, minus 40.000. § 10d Absatz 1 Satz 1, der Verlustrücktrag entspricht dem Verlust aus dem Gesamtbetrag der Einkünfte, außer Kapitalvermögen inklusive Aktienhandel und privaten Veräußerungsgeschäften. So, das sind in dem Fall dann 40.000 Euro. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, warum zählt denn dieses Kapitalvermögen mit rein? Das heißt, ein Verlust aus denen darf nicht rück- oder vorgetragen werden. Wir haben aber einen Gewinn, der den GDE gesenkt hat und das ist zulässig. Zweitens, EURO hat im Wirtschaftsjahr 16 sonstige Einkünfte von minus 5.000 Euro, die sich aus 10.000 Euro Renten und minus 15.000 Euro private Veräußerungsgeschäfte zusammensetzen. Hinzu kommen Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit von 20.000 Euro sowie ein Verlust aus Gewerbebetrieb von 1,2 Millionen Euro.
Schauen wir uns das mal kurz an. Also, sonstige Einkünfte im Sinne der Privatveräußerung haben wir minus 15.000. Renten haben wir 10.000. Nicht selbstständige Tätigkeit haben wir 20.000. Und Verlust aus Gewerbe minus 1,2 Millionen ergibt erstmal einen GDE von minus 1,185 Millionen Euro. Kümmern uns erst wieder um den Verlustrücktrag. Die Vorschrift ist, denke ich, mittlerweile bekannt. Hier greift allerdings noch Paragraph 23 Absatz 3 Satz 8 StGB. Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften werden separat zurückgetragen und tauchen deswegen nicht im GDE auf, sind also minus 15.000 Euro. Was haben wir also? Die 15.000 Euro, die separat rückgetragen werden. Dann haben wir also noch einen Verlust von 1,17 Millionen Euro. Maximal 1 Million Euro natürlich für den Rücktrag. Das heißt, der Rücktrag ist 1 Million für den Gesamtbetrag der Einkünfte und zuzüglich minus 15.000 für private Veräußerung. Okay, kümmern wir uns um den Verlustvortrag. Grundsätzlich natürlich die Vorschrift § 10d Absatz 2 Satz 1. Verlustvortrag ist halt der negative GDE, also der Verlust, den wir haben im Sinne des GDEs. Rauszurechnen sind die Kapitalvermögen inklusive Aktienhandel, Privatveräußerungsgeschäfte und den zurückgetragenen Verlust. Okay, Verlust aus dem Vorjahr ist in dem Fall ja das aktuelle Jahr, macht 1,185 Millionen. Abziehen tun wir das, was wir bereits rückgetragen haben. Eine Million, die wir normal rückgetragen haben als Obergrenze, und die 15.000 sonstige Einkünfte, die haben wir zurückgetragen. Das heißt, die können wir nicht nochmal vortragen. Das wäre ja eine Vergünstigung. Das heißt, der maximale Verlustvortrag sind 170.000 Euro. Viertens. P-Fund hat im Wirtschaftsjahr 2016 Einkünfte aus Kapitalvermögen von 25.000 Euro, die sich aus 20.000 Euro Zinsen, 5.000 Euro Spekulationsgewinne zusammensetzen. Hinzu kommt ein Verlust aus Gewerbe von 1,5 Millionen und ein Verlust aus V&V von minus 2 Millionen Euro. Also, erstmal natürlich wieder Verlustrücktrag, brauche ich glaube ich nicht mehr vorlesen, ist bekannt. Die Kapitaleinkünfte, Zinsen sind 20.000 Euro, Aktien waren 5.000 Euro, ein Verlust aus Gewerbe von 1,5 Millionen, Verlust aus V&V von 2 Millionen, ergibt ein GDE vor Verlustabzug von minus 3,4775 Millionen Euro. Ja, der Rücktrag, wie wir das hier auch rechts dargestellt sehen, sind halt 3.475.000 Euro, maximal auf nur 1 Million Euro sind wir bei 1 Million Euro. Okay, kümmern wir uns um den Verlustvortrag. Paragraph 10d Absatz 2 Satz 1 ist ja geregelt. Wir haben also den Verlust aus dem Vorjahr, was das aktuelle Jahr ist, sind also 3,475 Millionen. Dann das, was wir schon zurückgetragen haben, sind 1 Million Euro. Abzüglich der Sachen, die wir nicht vortragen dürfen, da haben wir nichts. Verbleiben also 2,475 Millionen Euro. Maximal, da sie ledig sind, 1 Million Euro plus das, was 60% von dem, was diese 1 Million übersteigt, das heißt also 60% mal 2,475 Millionen minus 1 Million. Da haben wir 1 Million Euro plus 60% mal 1,475 Millionen Euro. Sind 1 Million Euro plus 885.000 Euro, macht einen Verlustvortrag das nächste Jahr von 1,885 Millionen Euro. Die restlichen 40%, die werden weiter vorgetragen, nicht ins nächste Jahr als Verlust, aber noch als Verlustpotenzial und können sich frühestens im übernächsten Veranlagungszeitraum auswirken. Ja, damit sind wir bei den Sonderausgaben. Die werden nach dem Verlustabzug vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen. Zu finden sind sie in Paragraphen 10 bis 10c StGB und stellen grundsätzlich Aufwendungen dar, welche dem Steuerpflichtigen durch die Lebensführung entstehen. Und man kann diese natürlich auch wunderbar unterteilen. Erst einmal haben wir Spenden. Hier unterteilen wir oder unterscheiden wir zwischen politisch und natürlich nicht politisch. Dann haben wir die Sonderausgaben, die die normale Lebensführung betreffen, die sogenannten Versorgungsleistungen,
Die unterteilen sich in die Altersvorsorge, sonstige Vorsorgeleistungen und, was auch noch zur Lebensführung gehört, sind die sonstigen Sonderausgaben. Die unterscheiden wir in die beschränkten und die unbeschränkten. Ja, und wenn wir keine Spenden haben und keine Versorgungsleistungen, keine sonstigen Sonderausgaben, also entweder gar keine Sonderausgaben oder nur Versorgungsleistungen, dann kommt ein Pauschbetrag in Frage. Und das schauen wir uns jetzt alles mal an. Fangen wir mit der Altersvorsorge an, da müssen wir ein bisschen rechnen. Zu finden sind sie in § 10 Absatz 1 Nummer 2 und auch dort im Absatz 3. Das erste ist die normale Grundregel, was Altersvorsorge ist. Absatz 3 sind dann gleich die Korrekturvorschriften, die wir dazu finden werden. Deswegen erstmal grundsätzlich § 10 Absatz 1 Nummer 2. Es sind halt alle Zahlungen in die Rentenversicherung sowie in berufsständische Vorsorgewerke sowie Rürup-Renten. Hier greift dann auch der § 10 Absatz 3 Satz 1 ESTG, der sagt maximal 22.767 Euro pro Steuerpflichtigen. Also rechts die Berechnungssache, Altersvorsorgeaufwendungen, Arbeitnehmeranteil plus der Arbeitgeberanteil. Ab dem Gesamtbetrag der Einkünfte werden ja zusammenveranlagte Ehegatten auch zusammen betrachtet, nicht mehr getrennt. Das ist wichtig zu wissen bei der Berechnung, weil diese 22.767 ja pro Steuerpflichtigen, das heißt bei der Zusammenveranlagung verdoppelt sich's. Wichtig ist hier auch noch § 10 Absatz 3 Satz 3 ESTG. Dieser Maximalbetrag, diese 22.767, der vermindert sich bei Beamten, Diplomaten, alle solche Leute, die im Prinzip keine eigenen Leistungen in diese Vorsorgeeinrichtungen zahlen, und zwar um 18,7% des Jahresbruttogehalts. Das ist also sozusagen eine fiktive Abgabe. Rechnen wir die Altersvorsorgeaufwendung zusammen, haben wir natürlich die Summe der Altersvorsorge, wie schon gesagt, maximal 22.767 Euro pro Steuerpflichtigen, gegebenenfalls inklusive der Kürzung und die 18,7% des Jahresbruttos. Wenn wir das haben, greift § 10 Absatz 3 Satz 4 STG. Davon anzusetzen sind ab dem Jahr 2013 76%. § 10 Absatz 3 Satz 6 sagt, für jedes weitere Jahr 2% zusätzlich. Da mein Video jetzt hier in 17 ist, damit also auf die Steuererklärung für 16 vorbereitet, haben wir im Prinzip plus 3 mal 2% macht 82% für 2016. 2017 sind dann halt 84, dann 86 und so weiter, bis wir die 100% erreicht haben. Also, wenn wir das die Summe ausgerechnet haben und gegebenenfalls gekürzt haben, nehmen wir davon 0,82 oder 82%. Dann ziehen wir die Arbeitgeberanteile wieder ab und erhalten damit die Sonderausgaben für die Altersvorsorge, die man ansetzen darf. Ich zeige euch das mal in einer Ad-Hoc-Übung. Aufgabe hier, Eheleute Zimmer werden zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Henry ist Angestellter bei den städtischen Elektrizitätswerken. Von seinem Lohn wurde im Veranlagungszeitraum 15.000 Euro an die Rentenkasse abgeführt. Der Arbeitgeber führte den Arbeitnehmeranteil in gleicher Höhe ab. Das ist nebenbei immer so. Zudem zahlte Henry 5.000 Euro in eine Rürup-Rente ein. Seine Frau Olga ist als Beamtin im Grundflächenamt angestellt. Ihr Bruttojahresgehalt beträgt 40.000 Euro. Sie zahlte 20.000 Euro in eine berufsständische Versorgungskasse. Okay, was haben wir da also? Erstmal müssen wir die Summe der Altersvorsorge ja bilden, dann mal 0,82 minus Arbeitgeberanteil und wir haben die Sonderausgaben. Was haben wir da also? Wir haben erstmal die Altersvorsorgeaufwendung, der Arbeitnehmeranteil bzw. das, was man selbstständig gezahlt hat, sind 15.000 Euro. Plus 5.000 und plus 20.000 Euro macht 40.000 Euro. Dazu kommt der Arbeitgeberanteil vom Henry, macht 15.000 Euro nochmal dazu. Ergibt eine Summe von 55.000 Euro. Allerdings dürfen wir maximal 22.767 pro Kopf, also mal 2, anrechnen. Und
Dann müssen wir jetzt noch um 18,7% mal 40.000 Euro, das war das Jahresbrutto, kürzen von der Frau, weil sie ja Beamtin ist. Macht also 55.000 Euro, maximal 38.000 Euro 54. Was nehmen wir natürlich? Das Maximum ist hier kleiner, also nehmen wir das. 38.000 Euro 54. Müssen das mit 0,82 multiplizieren, landen bei 31.205. Davon müssen wir wieder den gezahlten Arbeitgeberanteil abziehen von 15.000 Euro. Macht Sonderausgaben für Altersvorsorge in Höhe von 16.205 Euro. 2. Okay, kommen wir damit zur Lösung für Fall 1. Da hatten wir die Altersvorsorgeaufwendung in Höhe von 17.000 Euro. Einen Arbeitgeberanteil gab es nicht. Das heißt, wir haben 17.000 Euro, maximal 22.767 Euro, minus die Kürzung, die hier notwendig war, in Höhe von 18,7% mal dem Jahresbruttogehalt von 67.000 Euro, macht 17.000 Euro, maximal 4.471, sind dann halt 4.471, multiplizieren wir mit 82% und landen bei 3.667 Euro. Arbeitgeberanteil haben wir nicht gezahlt, können wir also auch nicht abziehen. Haben damit eine Sonderausgabe für Altersvorsorge in Höhe von 3.667 Euro, die wir ansetzen können. Fall 2. Der Arbeitnehmeranteil war 8.000 Euro plus 3.000 Euro, macht 11.000 Euro. Arbeitgeberanteil war 8.000 Euro, die wir nochmal haben, macht dann summa summarum 19.000 Euro. Anzusetzen sind aber maximal 22.767 Euro. Ja, hier nehmen wir natürlich die 19.000 Euro. Wir können ja nicht mehr nehmen, als wir tatsächlich gezahlt haben. Multiplizieren das mit 82% und landen dabei auf 15.580 Euro. Ziehen davon den Arbeitgeberanteil von 8.000 Euro ab und landen bei Sonderausgaben für die Altersvorsorge in Höhe von 7.580 Euro. Und last but not least, drittens, Altersvorsorge des Arbeitnehmers waren 3 mal 7.000 Euro, macht 21.000 Euro. Der Arbeitgeberanteil war gleich, macht also nochmal 21.000 Euro. Haben wir in der Summe 42.000 Euro. Maximal können wir 22.767 Euro mal 2 geltend machen. Sind also 42.000 Euro, maximal 45.534. Da nehmen wir natürlich dann die 42.000 Euro, multiplizieren das mit 82% und landen bei 34.440 Euro, ziehen den Arbeitgeberanteil von 21.000 ab und haben damit eine Sonderausgabe für die Altersvorsorge in Höhe von 13.440 Euro. Ja, damit kommen wir zum letzten Punkt dieser Vorlesung. Die übrigen Versorgungsleistungen, dann sind wir dann auch mit den Versorgungsleistungen erstmal durch, allerdings noch nicht ganz mit den Sonderausgaben. Ja, für die übrigen greift erst einmal § 10 Absatz 1 Nummer 3, dann 3a und Absatz 4. Übrige Versorgungsleistungen umfassen die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, das sind eigentlich auch die wesentlichen. Können aber unter Umständen auch Arbeitslosenversicherung, Sonderbeiträge zur Krankenversicherung sowie Unfall- und Haftpflichtversicherung umfassen. Was wir erstmal zur Berechnung dringend brauchen, sind die Basisbeiträge zur Krankenversicherung. Damit fangen wir an. Weil, hier greift § 10 Absatz 1 Nummer 3 Lit A Satz 4 EStG, wenn der Steuerpflichtige Zuzahlung zur Krankenversicherung vom Arbeitgeber erhält, ist der Anteil der Basisbeiträge um 4% zu kürzen. Mal anders ausgedrückt, Selbstständige und Minijobler bzw. geringfügig Beschäftigte werden folglich nicht gekürzt. Alle anderen, da werden die Beiträge um 4% erstmal gekürzt. § 10 Absatz 1 Nummer 3 Lit B. Dann müssen wir die Beiträge zur Pflegeversicherung hinzurechnen, damit wir die tatsächlichen KV-PV-Leistungen haben. Ganz wichtig, sowohl bei der Kranken- als auch bei der Pflegeversicherung, bei dieser grundsätzlichen Berechnung hier. Erst einmal nur Basisleistungen, keine Sonderzuzahlungen, oder Chefarztbehandlungen, Einzelzimmer oder so, nur die Basisversorgung. Wir summieren das,
haben dann die tatsächlichen Krankenversicherungs-, Pflegeversicherungsbeiträge bzw. Versorgungsleistungen. Dann greift § 10 Absatz 4 StGB, der sagt, normalerweise können 1.900 Euro maximal angesetzt werden, genau genommen jetzt eigentlich eher minimal, erkläre ich gleich. Aber für alle, die die KVB-Beiträge selbst entrichten, wie Selbstständige, Minijobler oder auch meistens Gewerbetreibende, kann man bis zu 2.800 Euro anrechnen. Sind die tatsächlichen Leistungen höher, sind diese anzusetzen. Deswegen sage ich, maximal ist relativ, eigentlich auch minimal, weil wenn die tatsächlichen sind erst einmal maßgeblich. Wenn man die hat, dann hat man die. Da kommt man nicht runter. Wichtig wird es nur, wenn man weniger hat als diese Höchstgrenze von 1.900 bzw. plus 2.800, dann sind wir bei § 10 Absatz 1 Nummer 3a StGB und damit ist dieser Mindestbetrag nicht ausgeschöpft und sonstige Versorgungsleistungen, also die Arbeitslosenversicherung, Sonderbeiträge zur Krankenversicherung, auch zur Pflegeversicherung, sowie Unfallhaftpflichtversicherung können dann bis zur Höhe des Mindestbetrages angesetzt werden. Machen wir eine kleine Ad-Hoc-Übung dazu. Die kinderlosen, konfessionslosen Eheleute Fahrenheit werden zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Fred Fahrenheit ist Angestellter der Plaugotz GmbH. Arbeitnehmerbeitrag zur Krankenversicherung beträgt 2.000 Euro. Der Beitrag zur Pflegeversicherung 500 Euro. Die Arbeitgeberanteile sind nebenbei bei der Kranken- und Pflegeversicherung egal, hier geht es nur um den Arbeitnehmer. Zudem betragen die Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung 700 Euro. Seine Ehefrau Frieda ist selbstständig als Dozentin tätig und hat eine private Krankenversicherung mit monatlichen Beiträgen von 400 Euro, von denen 50 Euro Sonderleistungen für Chefarztbehandlungen sind. Ihre private Pflegeversicherung beträgt monatlich 50 Euro. Die Eheleute haben zudem eine Haftpflichtversicherung mit einem Jahresbeitrag von 1.500 Euro. Aufgabe natürlich Sonderausgaben, übrige Versorgungsleistungen als Sonderausgaben berechnen. So, ich habe jetzt erstmal das rausgenommen, was grundsätzlich wichtig ist. Hieraus können wir lesen, Basisbeitrag zur Krankenversicherung sind 2.000 Euro plus was die Frau gezahlt hat, abzüglich der Sonderleistung, also 12 mal 400 minus 50 Euro, sind also 6.200, wenn wir es mal ausrechnen. Dann müssen wir kürzen, und zwar den Mann, weil er ja nicht alleine zahlt, sondern auch der Arbeitgeber zahlt etwas. Auch wenn das in der Berechnung nicht einfließt. Also kürzen wir von den 2.004%, müssen also 80 Euro abziehen. Hinzu rechnen wir, die Pflegeversicherung sind 500 Euro plus 12 mal 50 Euro, macht insgesamt plus 1.100 Euro. Und haben erstmal ausgerechnet, die tatsächliche KVPV sind 7.220. Der Mindestbetrag sind 1.900 für ihn, 2.800 für sie. Weil sie selbstständig ist, sind also 4.700 Euro. Damit sind die tatsächlichen höher, wir brauchen keine weitere Rechnung machen, sind dann 7.220 Euro. Wären sie niedriger, müssten wir schauen, ob wir noch andere Sonderausgaben hätten. Hätten wir hier gehabt, die Haftpflichtversicherung, die werden Geld machen können bis zu dem Betrag von maximal 4.700 Euro. Ja. Jetzt bitte ich euch, macht selbiges für die zwei Fälle, die ich hergestellt habe. Aufgabe ganz genau, ermittle die Höhe der anzusetzenden Sonderausgaben aus übrigen Versorgungsleistungen für folgende Fälle. Ja, löst es einfach mal, pausiert das Video, ich bringe zur Lösung und lasst uns mal schauen, ich denke mal, das wird gut laufen. Okay, kommen wir zur Lösung für Fall 1. Wichtig war hier, steuerpflichtige, festangestellte Funke hat im Veranlagungszeitraum 1.000 Euro KV und 200 Euro PV abgeführt. Beiträge zur Arbeitslosenversicherung betrugen 400 Euro. Funke hat zudem eine Haftpflichtversicherung in der Höhe von 800 Euro. Die Basisbeiträge zur Krankenversicherung sind ja das, womit wir anfangen. Das sind 1.000 Euro. Müssen Sie hier kürzen, weil er sie nicht alleine bezahlt hat. Also es gibt auch Leistungen, die der Arbeitgeber bezahlt hat. Also 4% von 1.000 Euro weg macht minus 40 Euro. Seine freie Pflegeversicherung rechnen wir dazu, plus 200 Euro, macht tatsächliche Krankenvorsorge und Pflegevorsorge in Höhe von 1.160 Euro. Mindestens hat er aber 1.900, er ist ja Angestellter, hat also noch ein Potenzial auszuschöpfen, da die geringer sind.
Wir können also sonstige Vorsorgeleistungen bis maximal 1.900 Euro hinzurechnen. Wenn wir 400 Euro für die Arbeitslosenversicherung, 800 Euro für die Haftpflichtversicherung, könnten wir also maximal, also können wir 1.200, aber maximal nur 740 Euro dazurechnen und damit landen wir bei 1.900 Euro, die anzusetzen sind für ihn. Zweitens, Walter Wallenschwein, der als selbstständiger Steuerberater tätig ist. In eine private Krankenversicherung zahlt er jährlich 4.700 Euro ein, wovon 1.200 Euro auf Sonderleistungen entfallen. Pflegeversicherungen, die er abgeführt hat, sind 800 Euro pro Jahr. Seine Frau Wilma ist angestellte Bürokauffrau bei der Blödi Media KG. Ihr Arbeitgeber führt im Veranlagungszeitraum 1.200 Euro Arbeitnehmerbeitrag an die gesetzliche Krankenversicherung und 300 Euro an die Pflegeversicherung ab. Was haben wir? Basisbeiträge sind 4.700 Euro von Ihnen, allerdings müssen wir 1.200 Euro für diese Sonderleistung abziehen und 1.200 von ihr wieder drauf, landen wir bei 4.700 Euro. Ihre müssen wir kürzen, also minus 4% mal 2.000 Euro zu kürzen sind 48 Euro. Dann rechnen wir die Pflegeversicherung dazu, sind 800 Euro plus 300 Euro macht plus 1.100 Euro. Landen damit bei tatsächlichen Krankenversicherung, Pflegeversicherung von 5.752 Euro. Überprüfen den Mindestbetrag 1.900 plus 2.800 sind 4.700. Wir liegen also drüber. In dem Fall nehmen wir die tatsächlichen, sind 5.752 Euro. Ja, ich denke mal, das hat alles gut funktioniert. Hoffe, es war für euch genauso interessant wie für mich. Ein Daumen nach oben würde mir sehr helfen. Für Kritik bin ich gerne offen, für Lob natürlich auch. Das kann jeder mal ab und an mal gebrauchen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, schöne Woche, schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Verabschiede mich bis zum nächsten Video, wo wir uns weiter mit den Sonderausgaben befassen werden und sie auch abschließen werden. Und ja, wie ihr merkt, wir nähern uns langsam dem Ende der Einkommensteuer. Tschüss!